Bei Sammlungsreisen entdeckte Friedrich Ritter 1966 in Bolivien eine schlangenartig wachsende Pflanze und nannte sie nach seiner Schwester, Hilde Winter. Sie hat goldbraune Dornen und eine orangerote Blüte. Ihr Name ist Hilde Winterer Auris Pina. Neben dieser gibt es noch eine weitere, besonders weiche und teilweise langdornige Hilde Winterer Colademononis, die auch als Affenschwanz bezeichnet wird und besonders schöne, kontrastreiche rote Blüten hat. Durch die Kreuzung von Hilde Winterer Auris Pina mit Lobivia, Echinopsis, Chamaecereus, Trichocereus oder Matucana entstanden viele wunderschön blühende neue Hybriden. Auch ihr Wuchs ist sehr verschieden und man kann sie teilweise in Ampeln kultivieren oder sie wachsen als schlanke oder kräftige Säulen, ganz wie ihre anderen Elternteile. Sie haben kleine, aber auch sehr große Blüten. Bedeutende Züchter waren Herr Helm, Herr Buchmann, Herr Rippe und besonders Herr Humke. Viele von den folgenden Pflanzen sind schon vermehrt und müssen nur noch Wurzeln machen.